Keep your voice down. Have no fear. Amy Rose is here. How'd you get here? Well, if you gotta know, I caught a ride with Tails. Are you sure you don't need my help? It looks like you could use it. The reason I'm in here is because of that fake hedgehog. You mean that black hedgehog? Did you see it? Where is it now? If I tell you, will you marry me? No way! I thought I had you this time. That black hedgehog came here with Dr. Eggman. So, Eggman's behind this, huh? What's all that writing on the wall anyway? Did you write that? Wait for me, Sonic! He's such a brat. Metal Herber, Stage 4. Ja, willkommen, Freunde, zu einem Part von der Hero Story von Sonic Adventure 2 Battle. Ich quatsche am Anfang viel zu viel. Juhu. Ja, eine kleine Pause gab es dazwischen drin, kann man quasi sagen. Es ist nicht gerade angenehm in meinem Zimmer, muss ich jetzt auch mal sagen. Das muss echt loswerden. In meinem Zimmer sind es, weil es ein Dachzimmer ist, wirklich tagsüber Temperaturen von über 30 Grad. Und das jetzt schon. Wir gehen hier kurz hoch, weil hier oben kriegen wir eine Fähigkeit namens Light Shoes. Damit können wir den Light Dash ausführen. Der Light Dash funktioniert so, dass wenn wir diese Ringreihe uns nähern, können wir den Light Dash benutzen, indem wir jetzt die B-Taste drücken. Das können wir natürlich auch in einer schnelleren Aktion machen. Juhu, komm, den anderen nehme ich auch mit. Ah, das war schön. Und, ja, das meinte ich jetzt. Und auch. Ja, an 40 Grad, aber über 30 Grad ist es in meinem Zimmer, deswegen ist es sehr unangenehm, gegen Abend, gegen Nachmittag aufzunehmen, weil ich habe schön die Abendsonnenseite. Und ja, und ich habe auch, wie gesagt, das habe ich auch erwähnt, dass ich etwas weniger Zeit habe. Deswegen werden die Parts etwas kürzer ausfallen. Aber stört, denke ich mal, keinen. Gut, so viel dazu geschwafelt. In der Zeit habe ich die ganze Stage schon gemeistert. Aber vorher will ich den Ciao-Schlüssel noch haben. Nehme ich bei unserem Ciao vor. Wow, gute Ausbeute. Bei unserem Ciao vorbeischauen, wollte ich gerade sagen. Und da unten kann ich noch Robbe holen. Komm. Ah, verdammt. Ich stelle mich gut an. Nein, obenrum packe ich es nicht mehr. Dann kann nämlich hier noch obenrum gehen. Dann kriegt man einen wesentlich höheren Score zusammen und wesentlich mehr Ringe. Aber da ich gegen die Wand mich irgendwie gepfeffert habe, habe ich zu viel Zeit verloren und das hätte ich nicht mehr geschafft. So. Batz. Und rein hier. Noch ein Ring. Ah, verdammt. Dass Sonic sich dabei nicht beschwert, dass man ihn gegen die Wand fährt. Juhu. Ich will das Ziel verfehlen. Es funktioniert wirklich, dass man das Ziel verfehlen kann. Ja, ich habe mich nicht leicht angestellt. D-Rang. Ja, das ist wirklich die Map, wo ich sage, durchrushen allein hilft hier nicht. Man muss dann wirklich schon einen guten Score gesammelt haben, damit das dann was wird letzten Endes. Und wir befinden uns in unserem Ciao-Garten, ja. Auf, komm. Laden. So, und hoch mit uns. Gut, Hi, Ciao. Du warst jetzt Rocky, genau. Hops. Und da ist unser Ciao, der sich bald entwickelt. Puh, ja. Er ist immer noch namenlos. Wie gesagt, wenn jemand ihn benennen möchte, er kann es gerne tun. Schreibt mir in den Kommentar, was der Name ihr vorschlagt. Der Ciao steht kurz vor der Verwandlung, muss ich sagen. Und ich tendiere wirklich ihn zu einem... Zu was tendiere ich denn jetzt? Ich muss mal kurz ihn angucken. Er ist ausgewogen. Er wird ein ganz normaler Ciao. Ich trimme ihn auf Engel jetzt.
Das erreiche ich jetzt, indem ich erst mit Sonic ihn andauernd einem Herz verpasse. Jedes Mal, wenn ich ihn einem Herz verpasse, wenn ihr da genau hinguckt, aber müsst ihr wirklich genau hingucken, wird sein Farbton ein Ticken heller für jedes Herz. Und sein Bummel verfärbt sich bläulich. So könnt ihr zum Beispiel ganz leicht euch einen Engel machen. Obwohl der Schweif mir so nicht so ganz gefallen mag. Aber egal. Das ist so grün. Ah, jetzt wird es blau. Und wie gesagt, die besten Anzeichen dafür, dass ein Schau kurz vor der Verwandlung steht, ist, dass er solche leichten Dellen am Hinterkopf bekommt, die farblich sind. Zumindest bei Teufel und Normal Schaus. Bei Engels Schaus ist es, wenn ihr da oben das an seinem Kopf seht, diese zwei kleinen Bommelchen mit farblicher Spitze. Oh, jetzt hat er ein schönes Blau, muss ich mal sagen. Daran seht ihr, dass er sich als Engel kurz vor der Verwandlung steht. Es könnte also nicht mehr lange dauern. So, Moment, ich möchte mal kurz das gucken. Oh, habt ihr das gesehen? Er hat ein Horn. Es könnte sein, dass er zum Runner wird. Wenn er zum Runner wird... Ah, verdammt. Ja, egal. Hat er wirklich Run als letztes bekommen? Weil wenn er ein Runner wird, dann sieht er als Engel doof aus. Da will ich ihn doch lieber als dunklen Schau haben. Ah, meine Güte. Gut. Das heißt, im nächsten Part muss ich daran denken, ihn zum Bösen zu machen, weil er hat wirklich Run bekommen als letztes. So viel zum Run. Okay, machen wir mal weiter in der Story. Ja. Again, of all places. I found you, Faker. Faker? I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh. You're not even good enough to be I'll my... I'll make fake. You eat those words. Shadow. You won't even get the chance. So, wir müssen auf gut Deutsch Shadow besiegen. Juhu. Komm her, Shadow. Ein Treffer. Was ich mich frage, warum hier ein Gitter ist. Warum ist da ein Gitter? Na egal, ich besiege jetzt Shadow. Komm her, du. Komm her. Ah, Moment, machen wir das. Au, du. Komm her. Das war's. Du bist Sonic und Shadow hat total seinen Latschen im Bild. Haben ihn sehr gut besiegt, kann man sagen. Stage 5, Green Forest. Fortress, Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now, before the island blows up with you on it! Blows up? Ich würde mal sagen, Sonic, ab in die Puschen, gib Gummi. Hab. Naja, okay. Wenn man so bedenkt, 8 Minuten ist wirklich sehr viel für diese Stage. Das glaube ich, das habe ich auch beim allerersten Mal gesagt. Habe ich wirklich beim allerersten Mal richtig Panik geschoben. Verdammt, 8 Minuten. Und dann, naja, werdet sehen, was ich damit meine. Mal sehen, ob ich den einen dazu bringe. Ja, der eine hat den anderen wieder abgeschossen. Ich glaube, manche Dinge ändern sich an diesen Stellen hier nie. Bah! Cola, Cola, Cola! Juhu, ein blauer Ball. Moment, bin ich heute wieder informativ. Sonic ist ein blauer Ball, wenn er rollt. Überhaupt nicht logisch. So, run, 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 run. Bunny! Juhu, wir haben einen Bunny. Kannst du mal die Strehenkamera? Was war denn hier hinten? Oh! Gleich mal eine neue Fähigkeit eingesammelt. Ah. Eine schöne Fähigkeit. Ready!
Na, achso. Diese Fähigkeit ermöglicht uns jetzt, jeden beliebigen Gegner, der sich bei uns in der Nähe befindet, mit einem Schlag auszunocken. Bei dieser Attacke gibt es sogar einen kleinen Glitch, indem ihr die Attacke aufladet. Ihr seid dann eigentlich beeinträchtigt, ihr könnt dann nicht mehr so schnell beschleunigen wie vorher und nicht das originale Max-Tempo erreichen. Aber wenn ihr die B-Taste gedrückt halt X drückt, verschwinden die Kugeln und ihr könnt euch ganz normal weiter bewegen. Und wenn ihr die B-Taste loslasst und ein Gegner befindet sich in der Nähe, könnt ihr trotzdem diesen Angriff ausführen. Ist schon nicht schlecht. Aber ihr müsst halt aufpassen, wo ihr diese Attacke benutzt. Wenn ihr das jetzt einfach hier mal willkürlich macht und sagen wir mal, der Gegner befindet sich über den Abgrund, ist es nicht so prickelnd, denn ihr könnt nach dieser Attacke keinen weiteren Sprung ausführen. Deswegen achtet drauf, wenn ihr diese Attacke benutzt, wo ihr sie benutzt. Schauen wir natürlich einen Schauschlüssel. So, komm her. Und her damit. Einmal, zweimal, dreimal. Und Ringeschild. Ringeschild. Heißt es überhaupt Ringeschild? Und noch eins. Juhu. Ringmagnet. Ich weiß gar nicht, wie der Schild heißt. Weißt du, wer der Schild heißt? Ja. Bungie! Come on, Sonic! Ja, Leben noch bekommen. Wir haben noch 5 Minuten. Richtig knappe 5 Minuten. Die Stelle mag ich überhaupt nicht, wenn die Insel dann bebt, wenn ich dann gerade draufstehe. Das ist auch nicht so das Schönste. Aber egal. Wir haben es in 3 Minuten 13 geschafft. Mal sehen, was für ein Rang letztendlich rauskommt. Und. B-Rang. Piece of Cake. Oh, Piece of Cake. Ich hätte auch gerne Kuchen. Erdbeerkuchen. Erdbeer. Und ein Abstecher in den Chao Garden. Chao World. Hoppa. Rein da, Sonic. Kann er nicht angehen. Ui. Eine ganze Palette für dich. So. Ich habe auch so... Entschuldigung. Swim, das heißt, du kriegst für Swim jetzt ein Level Up. Dann gibt es jetzt Run von mir. Und nochmal Run drauf. Komm, krieg noch ein Level Up in Run. Das ist sehr gut. Ich darf nicht vergessen, dir im nächsten Part unbedingt... Ja, okay, du verwandelst dich nicht. Gut, gut. Im nächsten Part unbedingt... die dunkle Seite der Macht zuzuschreiben. So, es erstmal mein Kleiner. Was macht eigentlich der andere? Moment. Ich will den anderen rote Eierschale. Ich mag mal gucken, ob der andere die rote Eierschale aufsetzen würde. Komm mal her. Was ist mit dir los? Hä? Hier, Eierschale. Ich glaub's nicht. Er setzt die Eierschale auf. Normalerweise machen das Chaos erst, wenn sie, ja, weiterentwickelt sind, oder? Wenn sie, was bei ihm jetzt der Sonderfall wahrscheinlich ist, er ist, vom Wesen her in dem Falle neugierig. Und neugierige Chaos setzen gerne sowas auf. Juhu. Achso, wer es nicht wusste, hier oben gibt's einen Laufglitch. Und das sieht... sehr seltsam aus. Also wirklich sehr seltsam. Gut. Du schwimmst auf dem Rücken. Coole Sache. Gut, gut. Ich überlege gerade. Nee, es lohnt sich nicht nochmal in das nächste Ding reinzugehen. Es könnte nämlich doch einen kleinen, größeren Abschnitt werden. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Denk dran, ich möchte immer noch einen Spitznamen für den Show haben.
Ich werde ihn wahrscheinlich zum Dark Jaw machen. Und ja, im nächsten Part sehen wir mehr davon. Also bis dahin, see ya!